Ich hab's dir gesagt. Wollen vor der Gruppe nicht so viel Gummi geht. Jedes Jahr fährt er dort geradeaus, der Idiot. Sauber! Der Rallye Motorsport ist einer der beliebtesten Sportarten in Thüringen, wenn nicht gar in den neuen Bundesländern. In Thüringen war das Bruderpaar Marco und Matthias Fulcik wohl bekannt. Mischten sie bei so mancher Rallye gehörig mit, in der Vergabe von Punkten und somit auch in der Platzierung. Ein paar Aufnahmen des dreifarbigen Trabants der Fulciks und des orangen Trabants von Pösnecker, Renny Silvester bei der Landsberg Rallye 2002 in Meiningen. Haben die beiden Brüder sich nun in den vorläufigen Vorruhestand verabschiedet? Nicht ganz. Wir haben unseren Reporter in das hessische Babenhausen geschickt und Matthias besucht. Matthias, wenn du an eure aktive Zeit zurückdenkst, wie ist dein Resümee und bekommt man den Virus Rallye Motorsport überhaupt los? Das war schon eine sehr tolle Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Gleichwohl war das natürlich auch ein Stück weit nicht ganz ungefährlich, die Sache. Weswegen ich natürlich irgendwann, nachdem wir aufgehört haben, habe ich gedacht, naja, so richtig von dem Hobby los komme ich nicht. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Habe dann Kart angefangen zu fahren. Das war auch ganz spaßig gewesen. Ist aber auch alles ein sehr teures Hobby. Und um das mit der Rallye dann irgendwie weiterzumachen, habe ich dann gedacht, naja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und habe mir dann so einen Simulator hier gebaut. Und das ist ein Projekt, was über mehrere Jahre entstanden ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass ich sagen kann, es fährt sich wirklich wie Auto. Es fühlt sich wirklich so an. Also man hat auch besser keinen Unfall drin. Ja, deswegen gibt es auch die Gurte hier. Die sind nicht einfach nur dafür da, dass sie da sind und schön sind, sondern die haben auch ihren Sinn und Zweck. Auch wenn natürlich das, denke ich mal, manchmal von vielen belächelt wird, weil es ist ja nur ein Simulator, der da in einem Wohnzimmer oder hier in so einem Spielzimmer drin steht. Ja, das ist so, was ich dazu sagen kann im Moment. Ja, also vom Wert her steht schon hier ein Auto. Man wird es erstmal nicht denken, aber es ist so, weil die Teile halt auch vom Fahrzeugbau selber kommen. Also Lenkrad, Schaltung, Handbremse, auch Bremse und Gaspedal sind halt auch Elemente, die man wirklich eins zu eins aus dem Auto genommen hat und für den Simulator umgebaut hat. Deswegen ist das Ganze ein bisschen hochpreisiger geworden, aber es lässt sich halt auch jetzt so fahren, dass man wirklich denkt, man sitzt in einem Auto drin. Es gibt noch die Möglichkeit, mit einer VR-Brille zu fahren. Das heißt also, wenn man die Brille auf hat und nicht mit dem Monitor fährt, dann hat man nochmal mehr dieses Raumgefühl, in dem Auto drin zu sitzen. Ja, ist aber auch nicht unbedingt für jeden was, weil manchmal braucht man da auch so einen kleinen Kotzeimer daneben. Ja, aber graus alle Theorie. Das Beste ist, ihr guckt einfach mal zu, wie das Ganze von außen aussieht, beziehungsweise wenn ich fahre. Und ja, dann würde ich mal sagen, Klappe und Action. One, 15, 3, 2, 1,
Drittens. Bitte zum Blick auf den Kreis. Bitte fallen lässt. Und den Drittens auf den Kreis. Bitte fallen lässt. Und die Kultur. Film.TV sind gespannt, ob man die beiden sympathischen Brüder aus Meiningen und Babenhausen auf irgendeiner Rallye wiedersehen wird. Wie ist euer Plan? Das hoffe ich doch. Ja, noch ein bisschen Geld sammeln. Also das Auto ist schon aufgebaut dazu. Jetzt warten wir noch mal ab, bis Corona vorüber ist. Und ich denke mal, dann wird es wieder losgehen. Aber nicht mehr so in diesem ganz aktiven Bereich, sondern eher so mit historischen Fahrten, aber natürlich auch schnell, wie wir es immer gewohnt waren und wie es ihr vielleicht noch kennt. Ja, schauen wir mal, wann es soweit ist. Ja. Also ich hoffe, dass es diese noch was wird. So, und jetzt bin ich ja eine Runde gefahren und ich glaube, es wird mal Zeit, dass der Kameramann sich auch mal hier reinsetzt und mal eine Runde dreht damit. Viel Spaß. So, ich zum ersten Mal auf diesem Simulator. Ich fahre jetzt Rallye und nein, ich glaube, ich werde nicht so gut sein, wie die zwei Jungs normalerweise bei uns in Thüringen gefahren sind. Aber lassen wir uns überraschen. Da waren mal Zuschauer, ey. Das ist erstmal ein bisschen langsamer zu fahren. Wieder noch ganz in die Luft.